Heute machen wir türkischen Reis, aber richtig. Hey Yavrum. 500 Gramm Reis in die Schale geben, kaltes Wasser hineingießen, bis es bedeckt ist. Noch einen Esslöffel Salz für 45 Minuten stehen lassen. Danach in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser gründlich spülen, bis das Wasser klar ist. Hier 2 Esslöffel Butter und etwas Olivenöl in den Topf geben. Nachdem die Butter geschmolzen ist, 4 Esslöffel Gerstennudel auf türkische Art Paçeria hinzufügen und auf mittlere Stufe verrühren, bis es eine dunkle Farbe bekommt. Jetzt ballerst du den Reis hinein. Die Marke ist Baldo, gibt's in jedem türkischen Lebensmittelladen. Füge noch 3 Teelöffel Salz mit rein und verrühre das Ganze für weitere 4 Minuten. Jetzt 900 ml warmes Wasser hineingießen. Deckel drauf, auf unterster Stufe 13 bis 15 Minuten köcheln lassen. Dann baller Küchenpapier oben drauf und lass es für 10 Minuten ruhen. Meine Frage ist, wie viel Geld braucht man, um in Deutschland über die Runden zu kommen? Schreib's mir unten in die Kommentare. Danke!